Hallo und willkommen zur Friday Night Pipe Poetry Session. Bei der letzten Ziehung, ja, Ziehung, wurde ich ja dann endlich mal auserkoren, nachdem aufgrund der Namenslänge von meiner einer, ja, ich in den vorhergehenden Ziehungen immer arg benachteiligt war, selbst mit Auswuchstinte und ähnlichen esoterischen Maßnahmen hat es nicht gebracht. Egal, jetzt bin ich dran. Heute ist Freitag und ich habe mich für einen Klassiker oder ein Gedicht von einem der klassischen amerikanischen Schriftsteller entschieden, Edgar Allan Poe. Aus dem ganz einfachen Grund, er hat mich halt lange Zeit begleitet in meiner, ja, wie sagt man, Twen-Zeit, also als ich so 20 bis 30 war, hat mich auch sehr geprägt, was meinen literarischen Geschmack oder mein literarisches Verständnis betrifft. Und ich mag halt sowieso die amerikanischen sogenannten Klassiker wie Lovecraft, Poe, weil sie in meinen Augen einfach auch sehr gute Literatur abgeliefert haben und sie gelten ja auch oder sind ja auch heute noch vielfach Vorbilder für viele junge Autoren, sowohl was die Poesie betrifft, als auch die Prosa. Gut, Poesie ist bei Lovecraft eher ein bisschen kürzer gekommen, aber seine Prosa, seine Geschichten, Novels. Und keine Panik, ich werde von Poe definitiv nicht den Rahmen vortragen. Erstmal bin ich der Meinung, wäre das ein bisschen sehr viel, ein bisschen den Rahmen sprengen oder würde es den Rahmen sprengen. Zweitens ist, glaube ich, über den Rahmen schon alles gesagt worden, was darüber zu sagen gibt. Inklusive viel esoterischen Quatsch, meiner Meinung nach, und viel Interpretationsgehabe und bla bla bla. Ich bin der Meinung, schlicht und ergreifend, da Poe ja doch eher also von seinem Charakter her, er mag oder mochte einfach haben. Fertig. Also da muss man nicht extrem. Ich bin sowieso kein Freund davon, dass in dieser ganzen Prosa und auch in der Poesie, also in den Gedichten, in Schulen, Literaturkursen, was weiß ich, an den Unis, so extrem viel hineinpsychologisiert wird. Also es soll Dichter geben, die haben Gedichte geschrieben, einfach nur, weil sie schön sind oder weil sie das Thema schön fanden, ohne dabei jetzt irgendwelche tiefgreifenden oder tiefen psychologischen Abhandlungen ihrer Seele darbieten zu wollen. Nicht mal unbewusst. Und ich bin auch der Meinung, so sollte man an viele Sachen auch einfach angehen. Das Gedicht, was ich heute hier vortragen möchte, wie gesagt, ist von Edgar Allan Poe, Eldorado. Ich werde es in Deutsch vortragen, allerdings in einer etwas älteren Übersetzung, und zwar von 1922, weil ich der Meinung bin, dass dieses neumodische oder ja, in der heutigen Sprache, Umgangssprache übersetzten Poesie, Gedichte, es passt irgendwie nicht. Also finde ich doof, genauso wie ich doof finde, dass der Lord of the Rings in der neuen Übersetzung, also ist grauenvoll, Katastrophe in meinen Augen, und da stehe ich ja zum Glück auch nicht alleine da. Da sind die älteren Übersetzungen doch wesentlich besser und auch meiner Meinung nach näher am Original. Gut, kommen wir also mal dazu. Also ich werde das Gedicht jetzt einfach mal vortragen. Ich kann es nicht auswendig, weil ich bin nicht so der große Gedichte-Auswendiglerner, war ich auch noch nie, auch nicht in der Schule. Weil ich weiß, wo es steht, da muss ich das nicht können, sondern Passagen reichen dann auch. Und werde hinterher dazu sagen, noch ein bisschen was dazu sagen, warum dieses Gedicht. Eldorado von Edgar Allan Poe. Ein Ritter, Herr von Art und Ehr. Durch Sonnenschein, Zug und Schatten, er ritt gar lang durchs Land und sang und suchte Eldorado. Doch wurde alt die Reckengestalt. Ihm sank ins Herz ein Schatten, denn nirgends er fand ein Fleckchen Land, das aussah wie Eldorado. Und als er gar
entkräftet war. Da traf er Pilger Schatten. Den sprach er an: Schatten, wo kann es liegen, Eldorado? Reit immer zu über Mondberge, du, hinab ins Tal der Schatten. Reit fort und fort, war Schattens Wort. Dort findest du Eldorado. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von irgendwelchen psychologischen Auseinanderpflückungen, von irgendwelchen Versen, Reimen, wie auch immer. Warum dieses Gedicht für mich eine Rolle spielt, also doch mehr noch als der Rabe, was ich einfach nur schön finde, genauso wie die Winterspaziergang von Goethe oder den Zauberlehrling von Schiller, ist schlicht und ergreifend, dieses Gedicht hat für mich persönlich so ein bisschen die Aussage, so nach dem, also nicht immer nur suchen, sondern einfach auch mal bei den Dingen, die man hat, verharren und zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat oder wo man sich gerade befindet, wo man steht, wie immer man das jetzt auch titulieren mag, halte ich für wesentlich wichtiger oder für mindestens genauso wichtig wie den Blick nach vorne. Aber den Blick nicht zu weit nach vorne und nicht zu weit in die Ferne. Und kein Mensch ist glücklich, wenn er sich nicht irgendwo mal, wenn er mal irgendwo angekommen ist, also auch mal so Ruhe hat oder so ein Stück Zufriedenheit ausleben kann. Und ich bin der Meinung, dass genau das dieses Gedicht auch relativ gut rüberbringt, wobei Eldorado hier nicht zu verstehen ist als das gelobte Goldland. Aber was da irgendwo in Mittel-Lateinamerika da zu finden sein soll, wäre, was weiß ich, keine Ahnung, was seit den spanischen der spanischen Eroberung dort schon vermutet und gesucht wird oder wurde, sondern Eldorado so mehr oder weniger als das gelobte Land. Also als das da Honig und Milch quasi Bäche runterfliegen oder so. Oder für jeden, jeder, ich bin auch der Meinung, jeder sollte sein persönliches Eldorado für sich selber definieren. Was ist, wo ist man zufrieden, wann ist man glücklich und so weiter und so fort. Und nicht mehr und nicht weniger sagt für mich persönlich dieses Gedicht aus. Ja, dieses nicht ewige Umherschweifen, nicht unruhig andauernd suchen, sondern einfach auch mal die Dinge A, so nehmen, wie sie sind und B, einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat und nicht immer nach mehr, höher, schneller, weiter, was ja auch gerade in der heutigen Zeit eine immer ausgeprägtere Form annimmt. Ja, das war mein Beitrag heute zum Friday Night Pipe Poetry Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinungen, Kritiken, Anmerkungen, whatever, in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Tschüss.